Hallo und willkommen zu einem weiteren Bonus-Part Super Smash Bros. Brawl auf Dimensio 100. Ich bin Kaito und werde euch diesmal zeigen, dass es im Tresor noch ein ganz witziges Minispiel gibt. Nämlich... Wo war das nochmal? Ja, genau, hier. Münzschleuder. Es geht im Grunde darum, mit ein paar Münzen bewegte Ziele zu zerstören. Und zwar möglichst viele. Und damit dann auch... Diese Kugeln kann man nicht zerstören. Das habe ich schon sehr oft ausprobiert. Das funktioniert einfach nicht. Seht ihr, dann kann man zum Beispiel solche Trophäen oder auch, wenn man eine Reihe von Feinden auf einmal zerstört, Bonusaufkleber gewinnen. Und auf die Raketen muss man auch aufpassen. Dass sie eigentlich treffen, genau. Da habe ich jetzt zum Beispiel endlich einen Aufkleber geschafft. Das ist, glaube ich, auch zum Zeitvertreib oder um Trophäen zu gewinnen, ne? Genau, um sich später dann mit noch einem extra Programm, das es auch noch gibt, Bilder zusammenzubasteln. Und die Münzen, die bekommt man, glaube ich, man durch normale Brawl-Kämpfe oder wie? Die Münzen kriegt man zum einen über das Spiel selber, zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, bei den Kämpfen gibt es ja diesen Münzmodus. Und da gewinnt man halt eben diese Münzen. Der Münzkampf, den wir auch schon gezeigt haben. Genau. Bonuspart. Das ist übrigens das Monster von Pikmin 3, so ein Gegner. Oder überhaupt Pikmin. Ne? Ein Feuerkäfer oder was, ne? Jo. Und das geht, glaube ich, unendlich lange, dieses Münzspiel. Ja. Zwischendurch kann man da unten drunter, unter der Zahl, wie viele Münzen man noch hat, sehen, dass sich so eine Zeile auflegt. Das ist nach sauberen... Guck mal da, deine Lieblings-Pokémon. Jo, Latias und Latios, oder? Ja. Was ist mit der Zeile da unten? Da kann man dann Feuer frei aufladen. Da werden dann, glaube ich, keine Münzen mehr verbraucht. Oder da kommen extra viele Statuen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, auch wenn die Raketen einen treffen, verliert man auch Münzen, ne? Ja. Das ist leider so. Und leider verliert man auch Münzen, wenn diese Löcher da in der Mitte auf sind. Ja, dann fallen die einfach da rein, ne? Ja. Was ist die rote Zahl, die blaue Zahl da drunter, daneben? Das ist die Anzahl an Aufklebern bzw. Figuren, die man schon hat. Ach so. Verdammt. Also insgesamt. Ja, insgesamt habe ich jetzt zum Beispiel 8. Und wenn man jetzt ins Startmenü geht, kann man hier unter den Rubriken sehen, die hat man schon, die Charaktere, und das sind die, die man schon als Aufkleber geschnappt hat. Wow, jetzt wird's eng. Weg. Aha, die Schweine von Legend of Zelda. Ah ja, weil welcher Teil? Keine Ahnung, ich spiele das nicht. The Wind Waker waren die, glaube ich, auch, meine ich. Ich glaube, das war von The Wind Waker. Und das ist von Monster Hunter oder was? Keine Ahnung. Von Monster Hunter glaube ich nicht. Sieht so aus, so ein Eis, so ein Vieh mit Eiszapfen auf seinen Rücken. Nee, ich habe das schon mal gesehen irgendwo, aber das ist nicht Monster Hunter. Okay. Die Trophäe habe ich nämlich bei mir auch schon mal erwischt. Was vielleicht wichtig zu merken ist, man kann insgesamt nur 99 Trophäen und 99 Aufkleber sammeln. Jeder mehr verschwindet einfach. Oh, Feuerriegel. Das ist auch ein geiles Pokémon. Ja. Aber das hier finde ich noch viel besser. Groudon. Ist das ein legendäres? Ja. Das legendäre aus der Rubin-Version. Oder Saphir, da kommt es ja auch noch vor. Bowser, ne? Ach so, vom Paper Mario, ne? Super Paper Mario. Ja, das sieht aus wie Hochzeit. Bowser, Super Paper Mario war das. Oh, das ist Links Schwester Ariel.
von The Wind Waker. Wie jetzt? Wie das Spülmittel? Ariel heißt sie. Die schenkt Link das Fernrohr, was sie da in der Hand hatte. Aha. Das ist Schwert-Kirby. Ne? Nicht Kirby, der Zelda absorbiert hat? Oder Link? Ach ja, gesagt? Kann ja auch sein. Ah. Es gibt ja auch bei Kirby's Adventure, es gibt ja auch so einen Gegner, der hat auch so ein Schwert, ne? Ja. Das ist vom Metal Gear Soldier, so ein richtig heftiger Panzer-Einheit. Metal Gear Solid oder was? Ja, genau, hier. Snake, auf jeden Fall. Auch seines Spiel, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Metal Gear Solid ist das. Und was sind das für Viecher gewesen? Das da, das ist von Animal Crossing oder was? Der da, ne? Der da jetzt, ja genau. Oh oh, weg. Boah, Glück gehabt. Das ist aus der Samus-Reihe, irgendein Gegner. Welcher genau, habe ich nicht mehr im Griff. Weiß ich auch nicht. Und das ist, sieht so aus wie von Donkey Kong Country da. Ja, irgendein Charakter. Ich glaube ein Geist oder so. Da, Feuer-Frei-Modus, da hat man dann. Da kommen dann richtig viele Trophäen und auch. Manchmal hat man auch Pech und da kommen zig Raketen. Ja. Das ist Cranky Kong. Und mit Cranky Kong wollten wir uns dann verabschieden, ne? Ja, ich habe mir nochmal Schnäppchen besorgt. Aber das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal.